Diese Videodokumentation beinhaltet zwei Teile. Der nachfolgende Beitrag hat nichts mehr mit Jan van Helsing zu tun. Es hat 5 Jahre gedauert, bis wir Herrn Landig, ein ehemaliges Mitglied einer Geheimgesellschaft, wahrscheinlich der Germanenorden oder die Thule-Gesellschaft, vor die Kamera bekommen haben. Herr Landig hat uns verboten, bis zu seinem Tode folgende Aufnahmen zu veröffentlichen. Wir möchten betonen, dass die Aussagen, die Herr Landig macht, zu einer reinen Geschichtsdokumentation zählt. Der Beitrag ist aus der Sicht eines Zeugen, der im Dritten Reich eine führende Persönlichkeit war. Er war Sekretär in der Ludendorff-Bewegung. Er war politisch sehr weit gebildet und Mitglied in einer Geheimgesellschaft, der genau wusste, was hinter den Kulissen abging. Die Aufnahmen sind gemacht worden, um einen Zeitzeugen festzuhalten. Mit seiner Aussage, was er persönlich herausgefunden hat in Bezug auf das Dritte Reich und dessen Abläufe, was dort vor sich ging. Wir sind weder antisemitistisch eingestellt, noch wollen wir die Verschwörungstheorien fördern. Ihrer Meinung nach, was war der ONT für ein Vorläufer vor dem Dritten Reich? Welche Ideologie hat er geformt für das Dritte Reich? Ja, also mein Freund Mund, der den ONT dann geführt hat nach dem Krieg, und zwar hat er ihn übernommen von einem gewissen Zeppel, ein älterer Herr, der auch in Wien gewohnt hat. Und über die Vorgeschichte des ONT erfuhr ich nur über Mund, dass der österreichische Hochadel als Mitglied im ONT tätig war und dass der ONT also Parteien in Mexiko und in Deutschland hatte, im Deutschen Reich. Die Ideologie vom ONT haben Sie nicht näher gestriffen? Nein. Ich weiß nur, Sie haben mehr oder weniger auf Land von Liebenfels aufgebaut. Wie sind Sie auf das Material von der Thule-Gesellschaft gekommen? Naja, eigentlich war das ist eine etwas schwierige Frage, wenn man es in Einzelheiten sieht. Ich kam in jungen Jahren, noch von der Studienzeit her, zu einem Studentenfreikorps. Und der Studentenfreikorps lag auf der Linie zur Gänze, auf der Linie von General Ludendorff. Und über die Ludendorff-Linie kam ich auf viele aufgehörende Schriften in der Richtung der sogenannten Tannenberg-Bund-Bewegung, die natürlich aber jede Okkultik und Esoterik scharf ablehnten. Und bekanntlich ist es so, dass alles, was man als Ablehnung bekommt, macht neugierig. Und so bin ich. Also ich wollte eben mehr wissen und so habe ich auch die andere Seite mal hineingeguckt. Und da kam ich auf Verbindungen, die nicht direkt Thule-Leute waren, die aber schon Bescheid wussten über was die Richtung und so weiter, wie das läuft. Und dann erfuhr ich auch weiters, dass die Thule-Leute sich langsam von der NSDAP abgesetzt haben. Und nun war ich da sehr überrascht, weil ich da dachte, mehr oder weniger, es waren die geistigen Väter. Tatsächlich habe ich aber mit Entfernung, also mit Zeitdistanz, erkannt,
dass sich die NSDAP von in den meisten Dingen von ihren Grundlinien abgewandt hat. Als Beispiel etwas, was mich ebenfalls sehr stark beeindruckt hat, und das betrifft auch den Fall Röhm. Die Partei hat unter anderem einmal das positive Christentum herausgestellt. Und nun haben wir von der Ludendorff-Linie aus nicht, sagen wir, antichristlich agiert, aber wir sind von dem Standpunkt ausgegangen, den Friedrich der Große vertreten hat. Jeder möge nach seiner Fasson selig werden, aber die Politik und die Religion sind getrennte Dinge. Und das ist bei der NSDAP so gewesen, dass zum Beispiel die norddeutschen SS-Leute und SA-Leute mit der Kirche wenig zu tun hatten, da wenig religiös waren. Und in Bayern ist die SA in Uniform geschlossen in die Kirchen gegangen. Und das habe ich gesagt, das passt irgendwie nicht zusammen. Hier in Bayern so und in Hamburg ist das wieder anders. Und entweder ist alles gleich oder es ist keine aufrichtige Linie. Das war aber nur eine Kleinigkeit. Es kam dann noch etwas dazu. Ich weiß nicht mehr den Punkt, ich glaube, es war der 27. Parteipunkt, wenn ich nicht irre. Die Brechung der Zinsknechtschaft von Gottfried Feder. Und das ist der Punkt, von dem ich weiß, dass viele Leute bei uns, auch die Jungen, aber insbesondere die Arbeiterschaft, gesagt hat, das ist der Schlüssel. Und auf einmal im Jahre 1933, bei der sogenannten Machtübernahme, verschwand der Gottfried Feder völlig. Der ist verschwunden? Verschwunden, nicht, kein Wort mehr, Brechung der Zinsknechtschaft. Alles ist nichts mehr gemacht worden von Gottfried Feder, hat man nichts mehr gehört. Wir wussten nicht, wo er ist, was mit ihm ist. Und das war ein Punkt, der auch bei Röhm zum Nachdenken gekommen ist. Denn Röhm lag auf der Linie von Feder. Röhm wollte, er hatte die ganzen Arbeiter hinter sich gehabt. Röhm hat das einen Ausspruch getan, wir haben die nationale Revolution erreicht, aber die soziale steht noch aus. Jetzt meine ganz spezielle Frage. Hat man da nicht den Eindruck bekommen, dass sich gewisse Leute, Sie wissen ja, wie die Freimaurer arbeiten, infiltriere deinen Feind, ja, weihe ihn ein in Dinge, die ihn am Interesse halten, um dann das Ruder wieder zu übernehmen. Können Sie sich vorstellen, dass, weil man sich nicht durchsetzen konnte, an die Macht zu kommen, dass hohe Nazi-Funktionäre Geschäfte gemacht haben mit der sogenannten Hochfinanz, mit dem Finanzadel, um an die Macht zu kommen und dass deswegen Röhm und auch Gottfried Feder praktisch liquidiert worden sind? Selbstverständlich, ich habe das noch erwähnt, Feder. Das heißt, es passte einfach nicht mehr hinein in das Konzept, denn es ist der Punkt, man bekommt Geld, man bekommt Auflagen. Und in den Auflagen war drinnen, also möglichst von der Goldwährung nicht wegzugehen und vor allem die Federsche Theorie oder These auszumerzen. Also man kann sagen, die Hochfinanzadel oder der freimaurische Hochfinanzadel hat durch seine Finanzierung des Dritten Reichs Auflagen gemacht, dass die Uridee der Zinsknechtschaft fallen gelassen wurde. Selbstverständlich. Und das ist auch dadurch bewiesen, weil Hitler den Hochgrad Freimaurer schafft. Ich habe ihn mal persönlich kennengelernt in München nach dem Krieg, dass der Hochgrad Freimaurer schafft, dann einen Kompromiss durchgefeilt hat. Zugunsten der Hochfinanz natürlich nicht, aber er hat damit die NSDAP und Hitler nicht ganz das Gesicht verlieren, hat er ihm den Wert der Reichsmark auf die Arbeit verlegt, aber nicht auf Gold. Also man konnte sagen, wir unterliegen nicht der Goldwährung, aber dem Wert der Arbeit, also das deutsche Industrie- und Schaffenspotenzial ist die Sicherung zur Währung, also eine Art Verpfändung. Der Werte. Ja. Also man kann sagen, dass die Uridee, die Revolution gegen die Freimaurer und gegen die Weltherrschaft, Kapitalherrschaft, eigentlich in dem Moment schon wieder unter die Kontrolle dessen gekommen ist, in dem Moment, wo sie praktisch das Dritte Reich finanziert hat. Können Sie darüber was sagen? Richtig. Wissen Sie da ein paar Beispiele dazu? Naja, ein indirektes.
die plötzlich geduldete Aufrichtung Deutschlands. Weil damit auf der anderen Seite die sogenannte Freiheit des Deutschen Reiches mit Hitler dokumentiert war, aber auf der anderen Seite die Gegenmächte in Amerika, England und Frankreich wiederum Grund zum mehr Aufrüsten hatten, um ein Gegengewicht wie dieser deutschen Aufrüstung zu haben. Und damit war schon wieder die Weltwirtschaft angekurbelt. Und das war wiederum der große Mammon, der vor allem in der amerikanischen Kriegsindustrie gemacht wurde. Was haben die sich versprochen, durch das, dass sie Hitler an die Macht gebracht haben? Das ist eine sehr knifflige Frage. Man war sich schon klar, wenn Hitler nicht käme, käme der Bolschewismus. Das war eigentlich schon klar. Es waren die bürgerlichen Parteien, einschließlich der SPD damals, der Sozialdemokraten, waren ja alle schon mehr oder weniger ausgetaugt. Und die eigentlichen, der Kern der Sozialdemokraten war ja auch halbkommunistisch. Das war das Reichswander mit den militanten Organisationen sehr stark und so weiter, die im Bedarfsfall eher mit den Russen und den Kommunisten gegangen wären. Und die bürgerlichen Kräfte waren überhaupt nicht imstande abzuwehren. Also es war die Auseinandersetzung radikal rechts oder radikal links. Und hier hat man gesagt, also eine Bolschewisierung von ganz Europa wollte man auch nicht haben. Also als Gegengewicht gegen den Stalin. Stalin bzw. vorher Lenin. Können Sie mir sagen, Beispiele geben, wie die NSDAP vom Ausland finanziert worden ist, um die Machtergreifung zu bekommen? Wie sie finanziert worden ist? Hat es Gerüchte gegeben im Dritten Reich, woher das Geld kam? Gerüchte gab es. Und da wurde immer wieder der Name Warburg genannt. Das sickerte durch. Und es kam über Holland. Auch das sickerte durch. Das haben eigentlich immer Leute auch gewusst, wo ich selbst erstaunt war, woher hatten diese Saga, sagen wir nicht, wie es damals, also oder Pharma, wie die Lateiner gesagt haben, also wo das herkommt. Aber es hat gestimmt, dass sich irgendwie, es gibt ja nichts, was ganz undicht ist, was ganz dicht ist. Und da sind eben die Dinge durchgesickert. Und vor allem in der Ludendorff-Bewegung hat man da sehr schnell eine Gespitz bekommen. Gab es da irgendwelche Summen und wer hat das Geld bekommen? Ja, es war damals so, die NSDAP hatte einen Reichsschatzmeister, das war der Gregor Strasser. Und Gregor Strasser wusste um das Geld. Und seine Mutter war Otto Strasser, der aber gerade wegen der Gottfried-Feder-Sache, das war der auslösende Punkt. Der Otto Strasser ist abgesprungen aus der NSDAP und hat in Berlin die revolutionäre Nationalsozialisten gegründet. Und mit der Bezeichnung wie Schwarze Front. Und die sind natürlich dann sofort verfolgt worden. Und der Otto Strasser hatte in Prag seinerzeit einen Sender gegen das Dritte Reich eingerichtet, also gegen, besser gesagt, gegen die Hitlerpartei und gegen Hitler. Und hier wurde der Leiter des Senders, ein gewisser Ingenieur Vormann, von Agenten, also Gestapo-Agenten hat man gesagt, ermordet. Als liquidiert. Da brach der Sender zusammen. Und in Wien hat damals eine kleine Gruppe eine Zeitung, der Schwarze Sender, hergestellt, die schwarz über die Grenze ins Dritte Reich gebracht wurde. Aber die haben sich nicht mehr halten können, waren zu schwach und einige hat man erwischt und sind alle ins KZ gekommen, klarerweise. Und der Strasser, was hat der Strasser gewusst? Die zwei Strasser-Brüder haben hier dann keinen Kontakt gehabt, weil der Gregor konnte ja mit dem Otto nicht mehr, nachdem er der gegen die Partei war. Und bei der Röhm-Angelegenheit, da ist der Gregor Strasser, ich habe den Otto Strasser, muss noch richtig stellen, den Gregor Strasser gleich mit liquidiert als Wisser um diese Dinge, damit ein Mitwisser verschwindet, der maßgeblichste. Und was hat er gewusst? Die Finanzierung, er war der Rechtsstaatsmeister, er hat das Geld übernehmen müssen. Aha. Und verteilt in der Partei. Und der SA ist auch verteilt worden, der Röhm hat kein Geld bekommen, aha, der Gregor Strasser. Und was hat er genau gewusst? Was sagt man genau, was er gewusst hat, woher das Geld kam? Was hat
Können Sie das nochmal wiederholen? Ja, darüber kann ich keine Einzelheiten sagen. Aber er war ein Mitwisser? Der Gregorstraße war nicht Mitwisser, er war Wisser. Er war durch den Kopf. Als Reichsschatzmeister ging durch alles durch seine Hände. Okay. Hat sich dann an dem Parteiprogramm etwas geändert, nachdem die Hochfinanz Geld reingeschossen hat nach Deutschland? Ja, der Gottfried Feder verschwand einmal aus dem Punkt. Und sonst hat sich nichts geändert. Ich habe nur eine andere Erinnerung. Ich war eine Zeit in Berlin im Jahre 1937, bis die Veränderung im Jahre 1938 kam, wo ich heim konnte nach Wien. Und da lernte ich in der Geschäftsstelle eines S-Standarte in Berlin einen alten Hauptscharführer kennen, der dort hauptamtlich in der Kanzlei tätig war. Und mit dem habe ich mich sehr bald sehr gut verstanden. Und der sagte mir einmal, also wie wir uns schon länger kannten, war dann bei ihm auch privat eingeladen, als Kamerad zu Kamerad. Und er erzählte mir dann, ob ich die erste Ausgabe von Hitler, Mein Kampf, gelesen hätte. Ich sagte, nein, ich kenne Mein Kampf, aber und wenn ich ganz oft mit dem Frühstücker gelesen, nicht ganz studiert. Aber die erste Ausgabe hat er mir dann eine erste Ausgabe gezeigt, die besaß er. Und da war vieles anders als in den späteren Ausgaben. Da hat man hier schon reguliert, hat man hier schon geändert. Und das habe ich nicht vergessen, das habe ich auch in meiner Chronik festgehalten. Kann man sagen, dass die Ideale, die das Dritte Reich vertreten hat, gegen wen haben Sie eigentlich gekämpft? Was war Ihr absolut auf den Punkt gebracht? Gegen was sind Sie eigentlich vorgegangen? Ja, also von der österreichischen Seite aus gesehen, für Großdeutschland, gegen die Wiederherstellung der Freiheit aufgrund der Friedensverträge, die uns genommen wurde, Rückkehr deutscher Gebiete, die uns gestohlen wurden und letztlich dann auch natürlich ideologisch gegen Freimaurerei und letztlich für einen beengten Kreis, der wir in der SS im Freikorps waren, auch das hat auch in die Ludendorff-Linie gepasst, auch die Freiheit vom Bibelwissen, also gegen das Christentum. Nicht aktiv gegen das Christentum, aber abwehrend. Also für eine Religionsfreiheit. Kann man sagen, dass hinter dem Dritten Reich eine esoterische Gesellschaft stand oder mehrere esoterische? Ja, wir hatten in der SS, gab es da doch die Gruppierung Rahn, wobei Rahn natürlich auch nicht die Idealfigur war letzten Endes. Und dann andere, also ich kann es im Namen schwer herausziehen, unter anderem zum Beispiel der Siebert, der Obergruppenführer Siebert. Dann, es war so, dass die höchsten SS-Führer in der Wewelsburg einen eigenen Orden für sich hatten. Also die Wewelsburg war ja als Schulungszentrum für die SS gedacht. Die SS sollte ja überhaupt als Orden übergreifend über die Partei, weltanschaulich, die ganzen Dinge in die Hand bekommen, nachdem ja die NSDAP mehr oder weniger eine Massenbewegung war, ohne besonders klare Zielsätze herauszustellen. Und bei der SS wollte man, wenn ich es von mir aus so nennen darf, eine Art Edelmenschen herauskristallisieren, also einen Volksadel von rassisch einwandfrei guten Menschen, wobei ich natürlich das rassische das Problem der Rasse nicht überbewertet sehen will, aber zumindest auf gesunde Menschen und also mit einem deutschen Volksbewusstsein und mehr oder weniger Sicherung des Reiches und auch geistig auf Jahrzehnte bis auf Jahrhunderte hinaus, soweit es eben menschlich möglich ist. Und das hat uns damals bewogen, das hat uns als junge Menschen fasziniert, weil bei uns das Wort Idealismus noch viel gegolten hat. Und Idealismus ist immer ein Ziel, etwas erreichen zu wollen, was man nie erreichen kann. Aber es richtet aus und führt höher, anstatt zurück. Gehen wir zurück zur Thule-Gesellschaft. Wer war die Thule-Gesellschaft und wo war ihr Hauptzentrum? Ja, die Thule-Gesellschaft stand in München nicht. Sie wurde bekannt, war in der Räteregierung, in der Kurt-Eisner-Zeit.
und wo Teile der Leute von den Kommunisten erschossen wurden, an die Wand gestellten erschossen wurden. Und davon und dann die Überlebenden haben eben dann noch bis zur Gründung der NSDAP mitgeholfen und sich dann zurückgezogen, aber es waren ja nicht mehr viele. Und über die Grundlinie sagte ich Ihnen bereits am Anfang, dass mir keine Einzelheiten bekannt sind, aber sie decken sich mit dem, was die SS mehr oder weniger im Kern herausholte. Was war mit Ludendorff? Sie waren in der Nähe von der Ludendorff-Bewegung. Was hat Ludendorff bewegt? Ja, Ludendorff war ja ein enger Freund von Hitler, mit Hitler befreundet, und die hatten doch gemeinsam 1923 den Putsch gemacht in München, den Putsch in München. Und der ist zusammengeschossen worden. Und Ludendorff hat sich aber dann, weil er gemerkt hat, das hängt auch mit der Finanzierung zusammen, der hat ja gesehen, was da los wird, was da kommt. Und er hat sich dann von Hitler getrennt. Und im Jahr 37, kann mich erinnern, ist Ludendorff gestorben. Aber wie er noch im Krankenbett lag, kam dann Hitler zu ihm. Und angeblich, war nicht dabei natürlich, auch von anderen weiß ich nicht, aber angeblich hätten sie sich dann am Krankenbett Ludendorffs noch versöhnt, mit dem Versprechen, Hitler wird alles tun, dass es zu keinem dritten Weltkrieg kommt. Und 2 Jahre später war der Krieg da. Ich habe den persönlichen Eindruck, dass Hitler ja auch diesen Krieg gewollt hatte, dass er aber läppisch in die Falle gerannt ist. Dass er nicht gewollt hat oder dass er gewollt hat? Den Krieg nicht wollte, aber in die Falle gerannt ist, die ihm gestellt wurde, damit der Krieg kommt. Schauen Sie, es ist ja ganz einfach. Er hatte mit der Sudetenfrage, hätte er müssten für eine Zeitruhe geben. Das sagt jeder Taktiker und normal denkende Politiker. Er hat aber jetzt im Rausch des Sieges, wenn ich so sagen darf, hat er dann die Polen auch noch herausgefordert, mit den Forderungen von Danzig ja vielleicht noch berechtigt, aber mit dem Korridor und so weiter. Und die Polen hatten aber die Garantie Englands, Schutzgarantie Englands. Und die Engländer, das weiß ich wieder, und zwar nicht von einer Zeitung oder von einem Buch, sondern konkret, haben Hitler die Falle gelegt, dass die Polen nicht nachgeben, sodass dann Hitler einfach nicht mehr konnte. Und haben gesagt, die Polen haben provoziert, da war noch der Fall von, wie hieß der, die Grenzstadt, die deutsche, wo man die Deutschen noch umgebracht hat, vor 2, 3, Sie wissen, momentan fällt man gerade nicht ein. Und da musste dann Hitler etwas tun. Und bei Russland war das vollkommen klar, Russland war ja zum Einmarsch bereit, das wusste man. Wer war Dr. Morell und was war er? Morell war als ein Arzt, wie er zu Hitler herangeschleust wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber er war dann da und er hat die Gesundheitsbetreuung übernommen. Und der erste Professor Brandt und dann der Dr. oder Professor Fickenscher habe ich korrespondiert, der lebte in Kiel, völlig verarmt nach dem Krieg. Und die hat er entlassen und der Morell hat ihn dann behandelt mit wie die unsere Ärzte sagten, als Quacksalber. Das haben ihn unsere Ärzte benannt. Und der Morell ist auch nach 1945, ist ihm auch weiter nicht passiert. Er war sofort frei, er ist nicht verhaftet worden, nicht nur 2 Jahre später ist er plötzlich gestorben. Und Fragezeichen unter der Klammer, 2 Fragezeichen. Und was war er? Was war Morell? Ja, das wissen wir. Man hat gesagt, er war Freimaurer. Nur ich persönlich habe keine Papiere natürlich gesehen, das geht ja nicht, ging ja nicht. Aber man hat mir konkret gesagt, Morell war Freimaurer, das hat sich dann herausgestellt. Und da wollte ich Ihnen ein Beispiel dazu sagen. Ich war eng befreundet mit dem ehemaligen illegalen SA-Führer von Wien, Franz Thür. Der Thür hat die unglaublichsten Tricks angewandt, um damals in der sogenannten Kampfzeit die Polizei auf Atem und Trab zu halten. Und also die vielen Erfolge, die wir damals im Untergrundkampf hatten, war seiner Schlauheit und seinem Ding gut zu halten. Und jedenfalls geht er raus und er war mit Röhm sehr gut verbunden.
Und hier wusste nicht, weil einer also der sogenannten verlässlichen alten Kämpfer. Und im Jahre 1938, als der Umbruch in Österreich plötzlich kam, da war das Erste, was er machte, dass er erstens einmal mit einem Dienstwagen, den er sofort bekommen hat, die ganzen Remisen abgefahren ist und die entlasteten roten Straßenbahner alle wieder in den Dienst geholt hat. Also die alle aus politischen Gründen rausgeworfen hatten. Und bei der Gelegenheit hat er gleich Besuche gemacht und wusste unter anderem den obersten Chef der Firma, ein gewisser Dr. Neumann, in Wien im 6. Bezirk. Und ist zu dem Dr. Neumann mit zwei SA-Leuten hinauf und hat bei Dr. Neumann Hausdurchsuchung gemacht. Und dann haben wir nichts gefunden. Und man wusste aber, er ist der Chef der Freimaurerei damals von Österreich. Und wie sie gegangen sind, hat das Dienstmädchen des Neumann mit den Augen, die Augen verdreht und im Vorraum auf Koffer geschielt, die auf Kästen gestanden sind. Und darauf hat er verstanden natürlich und hatte es alle Leute angewiesen, die Koffer runterzunehmen. Und die waren alle voll mit Devisen und Papieren und Akten. Daraufhin hat er alles sofort beschlagnahmt und hat sofort nach Berlin die Reichskanzlei angerufen. Bericht durchgegeben und so weiter. Und zwei Tage später kommt von Berlin der Befehl, alles zurückzugeben. Also war für uns alles klar. Und der Tier ist zurückgetreten, da seit er politisch zurückgeblieben. Hat im dritten, also nach dem Anschluss war er politisch nicht mehr aktiv. Er war dann nur noch umgeben praktisch von der sogenannten Hochfinanz eingesetzten freimaurischen. Ja, ich sagte Ihnen, er hat seine verlässlichen Leute nach und nach fallen lassen und hat dort, wie wir im Volksmund sagten, die falschen 50er hochkommen lassen. Und letzten Endes war der gefährlichste Mann, der alles behindert und verhindert hat, war sein Stellvertreter, also Bormann, der sowjetischer Agent war, nachgewiesen. Wir haben noch knapp vor wenige Tage vor Kriegsschluss, konnten wir noch Funksprüche vom Sicherheitsdienst aus, Funksprüche abfangen, die die Bormann mit Moskau gewechselt hat. Und um was ging es da? Naja, der Verrat, das schauen Sie, man hat nach dem Krieg es erschienen verschiedene Bücher und Hinweise, auch über das Oberkommando der Wehrmacht, und da hieß es immer und überall, es gab einen sogenannten Werner, den man nicht entschlüsseln konnte. Wer ist der Werner? Das war ein Kopf, der ganz oben saß, alles wusste und verriet. Und der Werner, man weiß nicht, wer der Werner ist. Und ich habe sofort auf den Bormann mich eingeschossen. Und es hat sich auch später durch andere Quellen bestätigt, dass meine Annahme richtig war. Es war also Bormann, der verraten hat. Und der starb auch dann, ich glaube, 54 oder 56 in der Nähe von Moskau in einer Datscha. Ist ihm gut gegangen. Und der Koch von der Ukraine, der in Polen saß oder sitzt, der war ebenfalls Agent. Denn es war ja vorgesehen, kann ich das konkret deshalb sagen. Ich sprach mit dem letzten ukrainischen Ministerpräsidenten von 1919, ein gewisser Jaroslav Stetsko, und seiner Frau Slava Stetsko. Die Slava Stetsko habe ich ein langes Gespräch einmal mit ihr in Südamerika geführt, wo ich sie traf. Und sie sagte mir, wie der Koch gekommen ist, waren die Ukrainer letzten auf die ihnen versprochene Freiheit gewartet. Wobei ich aber noch zwischendurch einfügen müsste, war auch Rosenberg mitschuldig, der die Kochlinie unterstützt hat dann, der also gegen die Freigabe der Ukraine war. Und die Stetsko sagte mir, das ist die prominenteste und absolut sichere Quelle. Wenn damals Hitler die Ukraine freigegeben hätte, hätten die Ukrainer zwei Armeen gegen Stalin aufgestellt. Und es wäre der Fall Moskaus nicht mehr aufzuhalten gewesen. Und so hat die Wendung Koch die Partisanen gezüchtet. Und genau das war es,
was uns dann so viel zu schaffen machte und unsere Kräfte gebunden hat. Und dasselbe hat sich wiederholt. Knapp vor Kriegsschluss hat der Bormann die Südtiroler nach Elsass aussiedeln wollen und dort französische Bauern enteignen. Und was glauben Sie, was gekommen wäre, wenn die Bauern enteignet worden wären, wären auch Marquis geworden, französische Partisanen, knapp vor Kriegsende. Und ich weiß das, weil ein Freund von mir war Abgeordneter im Deutschen Reichstag und Major bei der Leibstandarte hatte. Und mein Freund sagte mir, er ist zusammen mit Birkel, der erste Gauleiter Wiens war, aus dem Saarland, nach zum Bormann geflogen, von Wien oder gefahren, und haben 10 Tage gewartet, dass sie über Bormann einen Termin bei Hitler bekommen, um das aufzuhalten. Hat der Bormann verhindert. War also, ist aber dann nicht mehr aufgrund der Kriegsereignisse, kam es nicht mehr zu, dass die Südtiroler nach Elsass transportiert werden konnten. Aber das war der Bormann, der Auftrag Bormanns. Und dazu haben die gearbeitet. Und da weiß ich das aus erster Hand konkret. Jetzt ist die Frage, wenn alles praktisch unter der Kontrolle der Freimaurer während des Krieges schon wieder war, dann war der ganze Krieg nur eine Materialschlacht, um den Weltmarkt zu beleben. Und das ist ja grundsätzlich überhaupt gekommen. Alles geht nur ums Geld. Um Geld, um die Macht, Geld und Macht. Ja. Kann man sagen, dass als der Krieg dann zu Ende ging oder zu Ende geplant wurde, dass die Doppelagenten, die praktisch für die Freimaurer gearbeitet haben, dann die hohe Nazi-Funktionäre waren, alle in Argentinien vom CIA und vom Vatikan in Sicherheit gebracht worden sind? Ja, das war mehr die Kirche wieder. Es war die Kirche, die geholfen hat. Können Sie das ein bisschen erklären? Was ja, wissen Sie darüber? Ja, das war deshalb, weil da viele Nationalsozialisten noch Katholiken waren. Und nur was mir nicht klar ist, warum die Kirche, ich könnte es vielleicht so erklären, die Kirche hat auf jeden Fall dankbar sein wollen, ungeachtet, dass sie selbst verfolgt wurde, mehr oder weniger halt, dass der Bolschewismus nicht kam. Inwieweit kommt der Name die schwarze Sonne von SS? Was steht da wirklich dahinter oder war das nur ein Zufall? Eine sehr, sehr weit zurückgreifende Frage. Da müssten Sie, ist in wenigen Worten schwer zu sagen, aber es geht, die Wurzel geht auf Sumer zurück, auf die Sumerier. In Kleinasien, aus der Zeit noch, also vor Babylon. Und zwar hat man da Tafeln gefunden mit Keilschrift, wo die zwei Sonnen, die weiße und die schwarze Sonne, gemeißelt sind und die Erklärungen vorhanden sind. Und die schwarze Sonne ist das innere Licht, das Purpurschwarz, das dem Inneren leuchtet. Und die weiße Sonne oder goldene Sonne ist die Tagessonne, das ist die Exoterik. Und die schwarze Sonne ist die Esoterik, mehr oder weniger, aufeinander gebracht. Aber es hat eine weitere Erklärung. Ich habe Jahrzehnte mit dem Begriff schwarze Sonne herumgeschlagen. Und bin immer wieder bis ich zur Wurzel kam. Wohin haben sich die Deutschen abgesetzt und wer hat das Ganze überlebt im Ausland? Überlebt? Ja, wer hat sich vor allen Dingen abgesetzt im Ausland? Naja, also abgesetzt, schauen Sie, das ist ein sehr schmutziges, heikles Kapitel auf einer Seite. Auf der einen Seite haben sich prominente Bonzen des Dritten Reiches, und zwar durch die Bank, also Parteileute, die haben sich... Das war ein Fehler der Reichskanzlei mit Wissen Hitlers, dass die Gelder an die Parteileute gegeben wurden, die in der Schweiz deponiert werden sollten oder sonst wo, mit Schlüsselworten und entsprechend dann bei Bedarf abgehoben werden könnten oder sollten. Diese Leute sind alle verschwunden, Gelder sind in der Schweiz vorhanden in Milliardenhöhe, aber es meldet sich niemand und es kann niemand beheben. Und um die Jahrtausendwende wird es wahrscheinlich dem Schweizer Staat anheimfallen. Und ein anderer großer Teil von Mitteln wurde von diesen Bonzen, muss ich offen sagen, verschleppt und die sich dann bis ans Lebensende, soweit sie also gelebt haben oder noch leben,
ihr Dasein gesichert haben. Anders war es mit uns bei der SS. Wir bekamen nur die technische Rettung der Dinge übertragen. Auch den Fall des antarktischen Stützpunktes. Und das war eine Angelegenheit der SS. Und die Sicherstellung der Flugscheiben und so weiter und der Geheimwaffen. Und jetzt verschrotten und vermodern die letzten Scheiben in den Anden, weil es gibt kein Material, Reparaturmaterial, nicht, weil auch kein Geld da ist. Ja, wir gehen jetzt gleich auf die Absatzbewegungen. Welche Absatzbewegungen hat es gegeben? Nach Südamerika, Antarktis, wenn Sie uns über die Absatzbewegungen sagen. Naja, die Absatzbewegung ging größtenteils nach Südamerika. Wohin? Naja, also auf Argentinien, Chile, Peru, überall hin. Und auch Brasilien und... Was hat es mit dem, jetzt kommen wir zu den Flugscheiben, sagen Sie uns kurz, was hat es mit der Absatzbewegung AKKOR auf sich? Über AKKOR bekam ich eine Verbindung über Graz. Drucker, der Verfasser von AKKOR ist Grazer und ich wollte ihn in Südamerika treffen für ein persönliches Gespräch und ungefähr 200 oder was vorher wurde er in Rio umgebracht. Wie ich schon sagte, aus meiner Umgebung sind 5 Leute umgebracht worden. Einer war auch der Drucker. Und ich hatte eine direkte Antarktis-Verbindung und zwar ein gewisser Ingenieur Wuppermann. Kann den Namen alle ruhig sagen. Der Wuppermann hatte Verbindung mit dem Reich und mit Wien aufrechterhalten, also mit mir, und kam so jährlich einmal herüber. Der war Verbindungsmann aus Argentinien, in Buenos Aires und zwischen der Antarktis. Und wie er das letzte Mal bei mir war, Wien war die letzte Station, dann ging es zurück nach Buenos Aires. Und eine Woche darauf wurde er vor der Casa Rosada, das Innenministerium oder Polizeipräsidium in Buenos Aires, wurde er um 11 Uhr Vormittag erschossen. Und nun ist das eine Interesse vielleicht für Sie speziell interessant. Die erschossen wurde er um 11 Uhr Vormittag. Dann hat es bei der Bundesmarine einen Ingenieur gegeben, nach dem Krieg jetzt, in den 80er Jahren, der die Lenktorpedo an den Lenktorpedo mitgearbeitet hat, die wir am Ende des Krieges schon hatten und wo wir laut Beschreibung in den zweiten Band einen ganzen Geleitzug noch versenkt haben, der verschwiegen wurde in der feindlichen Meldung, in den Meldungen. Wie bei uns konnte nicht mehr gebracht werden. Und der Ingenieur hatte ein separat, ich war bei ihm, er hat mir das gezeigt und der strengste Auflage ist natürlich, den Mund zu halten und an Seitenarm der Elbe. Und er hat mir gesagt, er ist schon angegangen worden, da sind Agenten, die haben da schon was spitz bekommen und man hat ihn schon angesprochen und der hat natürlich die abblitzen lassen. Und da hat es dann gedauert, ist er um 11 Uhr, wo er in seiner Wohnung in Bergedorf, umgebracht worden. Wo ist das? Um 11 Uhr. Und wie mein Freund Karl-Heinz Priester vom CIA umgebracht wurde. Priester. Ja, so wie Pfarrer, also Priester, Karl-Heinz Priester. Wie der umgebracht wurde in Köln, war es 11 Uhr Vormittag. Überall hat die Zahl 11 eine Rolle gespielt. Also wenn hier nicht die Kabbala hineinspielt, Sie sehen, also es gibt auch bei den feindlichen Diensten einen Art Aberglauben. Und zumindest zeigt es auch auf die Hintermänner. Dass es auch auf die Hintermänner, die Kabbalisten sind. Meine Frage ist, wo ist AKKOR? Was wissen Sie über AKKOR? AKKOR ist im Norden, also war, ist nicht mehr dort, ist am Rio,
wie ist das schnell, weiß man da nicht auswendig. Also südlich des Amazonas, an der Grenze zu Bolivien zu. Und die sind aber dort dann weg, meines Wissens, aber keine Verbindung mehr, ganz nördlich vom Rio Negro. Wo liegen die Flugscheiben, die nicht repariert werden können, die Sie vorher... In den Anden. In den Anden. Weiß man da irgendwelche Gebirgszüge? Ja, wenn ich wüsste, würde ich es auch nicht sagen. Würden Sie nicht sagen. Aber es ist ein riesiges Gebiet, man findet es nicht. Aber ungefähr die Gebirgsketten oder was? Na, zwischen Ecuador und Chile. Ja, das ist ein großer Begriff. Das sind ein paar tausend Kilometer. Und auch nicht, also es sind ja zwei oder drei vorhanden. Und die sind nicht auf einem Platz. Und die sind mit deutschen U-Booten dahin gebracht worden? Nein, die sind geflogen noch. Die sind noch geflogen? Sind noch geflogen. Die U-Boote konnten sie nicht bringen. Die haben die U-Boote begleitet. So, jetzt gehen wir... Die aus Norwegen nach in die Antarktis gefahren sind. Okay, jetzt gehen wir zu dem, was waren Sie im Zweiten Weltkrieg und wodurch sind Sie an die Geheimunterlagen von den deutschen Flugscheiben angekommen? Na, ich sagte, ich war nur... erst einmal war ich bei der SS und hatte dort bei einer bestimmten Dienststelle mitgearbeitet, die nicht genannt werden kann oder soll. Und dann war ich, wie ich von der Wehrmacht dann zurückgekommen bin, aus dem Kriegslazarett Belgrad, wurde ich von der Partei freigeholt und wurde Sachbearbeiter für geheime Reichssachen bei Schirach. Und da hatte ich von der SS den Auftrag, in Wien zu bleiben und in der Nähe von Schirach zu sehen, was da alles gemacht wird. Und als ich dann über seine schlechte Haltung, seine Amouren und so weiter, und während des Bombenangriffs, er hat da Gedichte gemacht, habe ich das natürlich auch bei unserer Dienststelle festgelegt. Und eines Tages war ein ganzes Konvolut von Sünden, sogenannten Sünden, versammeln. Und da ist ein Kurier zu Reichsheinrich, zu Himmler gefahren, und hat ihm das ganze Konvolut gegeben. Und der Himmler ist nach Durchsicht zum Hitler gegangen und hat gesagt, mein Führer, ich habe hier das ganze Material über Schirach. Und das habe ich 3 Tage später, wussten wir das alle im engen Kreis genau. Hitler hat zu Himmler gesagt, gehen Sie, ich will das nicht sehen. Und von dem Tag an war bei uns da oben aus. Dann haben wir gewusst, dass mit Hitler überhaupt nicht mehr zu machen ist. Gut, jetzt ich wollte fragen, was für Material haben Sie über die Flugscheiben in Erfahrung bringen können oder über die UFOs? Ja, ich habe die Namen der Konstrukteure. Ich habe, wo sie geflogen sind, wo sie gebaut wurden, das habe ich in der Wolfszeit drinnen festgehalten. Das steht im Buch. Das wissen die Alliierten auch. Wo sind die gebaut worden? Wo sind die deutschen Flugscheiben gebaut? Also in Prag, im BMW-Werk in Prag zum Beispiel. Also auswendig weiß ich jetzt auch nicht, BMW-Werk war eine Hauptstelle, das steht jedenfalls im Buch drin. Meine Frage ist, inwieweit hat die SS-Expeditionen zur Findung von der Hohlwelt oder von verloren gegangenen Kulturen? Ja, wir haben die Hohlwelt-Theorie nicht in den Vordergrund gestellt. Das war eine, möchte ich sagen, ein Thema für einige Leute. Aber für die SS, für uns war die Tibet-Expedition zum Dalai Lama, die vorgesehene Amazonas-Expedition mit KISS, also das war vorgesehen. Die Flugscheiben, wo Sie Geheimunterlagen gesehen haben, das waren rein irdische Konstruktionen. Da war keine außerirdische Technik am Gang. Nein. War alles eine deutsche Erfindung. Eine deutsche Arbeit. Was gab es für eine Absatzbewegung an den Südpol? Was war am Südpol genau? Was war am Südpol genau? Ein Stützpunkt. Ein Stützpunkt von einem Gebiet, das seinerzeit schon aus Neuschwabenland von einer Expedition, ich glaube 37 oder wann, erschlossen wurde.
Was ist in Schwabenland, was war da wirklich auf dem Land? Wie hat der Stützpunkt ausgeschaut? Ja, also man hat dort, es war in der Nähe der Schirmacherseen, die warme Thermen sind, also dort konnte man Gashäuser mit Gemüse und so weiter bauen. Und das war also geplant alles, nicht? Und es waren insgesamt, also man hat da noch 3000 Leute nachgebracht, Nachschub. Aber die Leute, jetzt hat sich dann ergeben, dass die Leute vollkommen steril wurden und durch das Klima, also keine, alles bakterienfrei, und wenn sie dann aus dem Gebiet herauskamen, war ein einfacher Schnupfen bereits tödlich. Und jetzt hat man dann nach und nach die Leute akklimatisiert und nach Südamerika verbracht, einen Stützpunkt dann vor einiger Zeit ganz aufgelöst. Er war einfach nicht mehr zu halten. Was war mit Admiral Byrd, der dann dort... Der ist doch abgewehrt worden. Und zwar hat es dann noch eine zweite Abwehr gegeben, im Jahre 4 oder 56, ich glaube 54 war es, war ein sogenanntes geophysikalisches Saar. Da hat man in großer Höhe über der Antarktis eine Atombombe gezündet, angeblich als Test, in Wirklichkeit aber auf den Stützpunkt gezielt. Und da konnte mit einer deutschen Technik abgewehrt werden, die Wirkung. Was war das für eine Technik? Ja, das habe ich im Buch geschrieben, aber ich bin kein Techniker, ich konnte keine Einzelheiten angeben. Hat man die Radioaktivität auch? Ich kenne nur das Gerät, den Namen des Gerätes. Welches Material haben Sie gesehen über die deutschen Flugscheiben? Gab es da Konstruktionspläne? Ja, also einer meiner Freunde von der Leibstandarte hat also über der Wiener Fasangartenkaserne, die eine SS-Kaserne war, eine Flugscheibe gesehen, und mein ehemaliger Anführer Tür, der war bei der Luft, Luftbodenpersonal oder was, in Prag, und hat in Prag die Scheibe gesehen. Hat mir etwas persönlich berichtet davon. Ist Hitler gestorben in... Und dann noch etwas muss ich dazu einfügen. Ich hatte Verbindungen zu Schauberger, der die erste Flugscheibe überhaupt erfunden hat. Ein Österreicher auf Schloss Aarolsmünster in Oberösterreich. Und der Schauberger ist dann nach den USA geholt worden, hat sich aber geweigert, etwas preiszugeben, ist unterwegs in den Gang umgebracht worden. Das wird sich dann sicher, das sagt mit Sicherheit sein Sohn, der noch lebt. Haben Sie Flugscheiben vom Schauberger gesehen? Vom Schauberger, nein, nein. Kein Material. Aber ich weiß, ich habe genaue Hinweise, ich weiß, die Werkstatt war in Wien im 4. Bezirk in der Großen Neugasse. Das erste Modell war aus Kupfer, hat einen Durchmesser von 1 Meter gehabt, und diese Einzelheiten erfuhr ich alle. Also die Technik der Flugscheiben wurden während des Krieges nicht mehr fertiggestellt? Oder waren die flugbereit? Naja, wir hatten gerade bei Kriegsende hatten wir erst Modelle fertig. Die Modelle haben wir dann eingesetzt in Verbindung mit der Antarktis. Aber als Waffe wurden sie nicht mehr eingesetzt. War noch die Sandstrahlkanone in Erprobung. Also wäre die ganz neue Technik dann. Es war ja auch so, schauen Sie, ich kannte persönlich sehr gut einen gewissen Diplom-Ingenieur, Karl Nowak. Der ist Atomphysiker und war im Jahre 1944, also auch vorher schon, bei Hahn in Göttingen. Und er hat im Jahre 1944 die fertige Wasserstoffbombe schon gehabt. Und hat das dem Hahn vorgelegt. Der Hahn hat das sabotiert und das hat er gemerkt und hat unter Umgehung Hahns sich an den Bormann gewandt. Da ist er erst recht auf die Schnauze gefallen. Der Bormann hat sofort den Hahn angerufen und dann hat es gekracht. Und damit war der Nowak erledigt. Und nach dem Krieg hat er eine Erfindung gemacht auf dem Gebiet der Atomphysik. Und zwar nicht die Kernzertrümmerung, die ja üblich ist jetzt in der Atomphysik, sondern die Kernfusion. Ein Mittel, das um 30-fach billiger und ungefährlich ist. Und ich war dann in Südafrika mit einem Tonband in englischer Sprache, wo in 2 Stunden von Nowak die Erläuterung dieser Atomfusion
also abgesprochen, auf Band gesprochen war. Ich habe das dem Leiter der Atomleute in der Pretoria vorgelegt, das war ein Deutscher. Der hat das sich unten angehört, hat dann gesagt, das ist interessant, sie lassen den Nova kommen, sie gehen der Sache näher an und wollen dann eventuell die Sache also auf Atomfusion umstellen. Und ich bin zurückgeflogen nach Wien und kurz darauf höre ich es, also es war ein, er ist über Rhodesien abgestürzt. Und zwar haben mir dann die also Buren mitgeteilt, Freunde von mir, das war ein, man hat gewusst, das war eine Sabotage. Ich kann immer nur betonen, was von allen Historikern übersehen wird, dass der Schlüssel zu den Ereignissen überall bei Gottfried Feder lag. Am Verrat, an der Verrat an Gottfried Feder war der Schlüssel zu den Ereignissen. Und zum Verrat und zur Änderung der ganzen Politik.